Ich glaube, die Kultur-Olympiade wird immer größer. Sie findet immer mehr Follower. Wir haben das heute auf Twitter gesehen, Platz 1 auf Twitter für die ganze Zeit der Veranstaltung. Das ist ein unglaubliches Ergebnis. Und letztes Jahr waren wir, glaube ich, irgendwie 8000 Teilnehmer insgesamt mit 1200 Kindern. Und diesmal waren wir 1500 Kinder, die mitgemacht haben. Und wir waren etwa um die 9000 Besucher. Also es ist unglaublich, wie das wächst. Ja. Das ist ja auch schon vor und hinter der Bühne beobachtet. Haben Sie irgendein Favorit-Vorzeigestück oder ein Lied, das Sie jetzt in der Zeit ans Herz mehr rangelassen haben? Also gar nicht mal ein spezielles Lied, aber ich glaube, die Gruppen sind mir doch sehr ans Herz gewandt. Wenn man mal sieht, wie die das geschafft haben, auch zusammen wirklich die anatolischen Tänze zum Beispiel einzustudieren, die deutschen Jungs, die mitmachen, die deutschen Jungs, die sich weigern, irgendeinen deutschen Tanz zu tanzen, da machen sie mit, weil sie einfach dahinter mehr verstehen als nur tanzen, sondern kulturelles Verständnis. Und ich muss sagen, das hat sich nach hinten auch übertragen, egal wie. Die Kinder kommen gestern bei der Probe an und sagen, machst du dies, machst du das, sie sind ein bisschen aufgeregt, man beruhigt sie, dann lernt man sie näher kennen und das ist einfach toll, was das bewirkt, dass sie so lange Wochen und Monate miteinander geübt haben. Toll. Das heißt ja eigentlich immer, dass Integration auf der theoretischen Basis eine Sackgasse sein kann, dass sie etwas komplex ist, dass sie ein Prozess ist, der lange dauern kann. Die theoretische und die praktische Umsetzung zeigt uns doch, dass Integration sehr interessant, lustig und gut sein kann. Was ist Ihr Eindruck von Integration? Ja. Es ist wie bei vielen Problemen. Es gibt viele Menschen, die über vieles reden, aber nie etwas anfangen zu tun. Und ich glaube, diejenigen, die anfangen, etwas zu tun, ich kenne da viele Initiativen, die wir auch, ich habe selber eine Kinderstiftung, die sich um Integration kümmert, die wir unterstützen, die geben Nachhilfeunterricht, sie geben Sprachunterricht, sie helfen beim Sportunterricht, an neue Sportarten heranzuführen, sie helfen bei kulturellen Dingen. Das sind alles Initiativen, die wir von Anfang an unterstützt haben. Und damit haben wir auch immer was bewirkt. Da habe ich nie gemerkt, dass es nicht möglich ist, sondern Wege sind immer möglich. Und Steine, die einem in den Weg gelegt werden, daraus kann man manchmal auch einen ganz guten Weg pflastern und muss sie nicht als Hindernis nehmen. Ja, ich glaube, dass hier auch eben praktisch gearbeitet wird. Das sieht man ja an dem, was die Kinder erreicht haben. An dem ja nicht nur, dass die Bundessieger hier repräsentieren, sondern auch die Ausscheidungen davor bereits. Es ist ja einfach überhaupt toll, dass sich die Kinder bereit erklären, sich mit der Kultur und der Sprache so weit auseinanderzusetzen, dass sie sagen, vielleicht habe ich eine Chance, hier dabei zu sein. Aber wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Habe ich es wenigstens gelernt. Das finde ich toll. Und viele haben hinter der Bühne gleich gesagt, wir sind nächstes Jahr wieder dabei. Ein super Ergebnis. Na, das will ich doch hoffen. Mal sehen, wo es dann stattfindet. Ich wäre ja sehr für Berlin, aber das weiß man natürlich nicht so genau. Nein. Gut, dann hoffen wir mal. Ganz herzlichen Dank. Dankeschön, vielen Dank. Bis nächstes Jahr. Bis nächstes Jahr hoffentlich. Danke.